Der Glockenturm liegt auf der anderen Seite der Straße, wenige Meter vom Uhrenturm entfernt, neben der Pfarrkirche von Ragale. Er wurde 1123 gebaut. Ursprünglich fungierte er nur als Wachturm. Heute kann man nur einen Teil der ursprünglichen Gebäude von Portaterra bewundern. Obwohl er am Anfang kein Glockenturm und viel kleiner als heute war, war der Turm mit einer Warnglocke ausgestattet, die bei Gefahr schlug. 1395 wurde er von dem ersten Erdbeben zerstört, das den ganzen Salento erbeben ließ. Er wurde zum ersten Mal 1408 wieder aufgebaut. Das kann man am Gedenkstein bemerken, der auf das letzte Gesims des Turmes neben der Wölfin gesetzt wurde.